Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Herr Doktor. Fragen Sie ihn selbst. Seitdem er weiß, was ich von seiner Geschichte halte, spricht er nicht mehr mit mir. Was halten Sie denn von seiner Geschichte? Darüber möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ah ja, noch etwas, Herr Knobloch. Ja? Können wir uns darauf einigen, dass jeder sein eigenes Feld beackert? Soll heißen? Damit will ich sagen, dass ich Sie alles auszuklammern bitte, was nicht unmittelbar Ihren Ermittlungen dient. Schwer abzuschätzen, Herr Dr. Schlegel. Versuchen Sie es jedenfalls, Herr Hauptkommissar Knobloch. Tja, da bin ich wieder. Sauwetter, Herr Fischer. Ich war noch keine 5 Minuten aus dem Haus, da hatte ich schon nasse Füße. Sehen Sie sich meine Schuhe an. Haben Sie schon Ihren Spaziergang gemacht? Lassen Sie es bleiben. Man zwingt Sie ja nicht. Nicht sehr gesprächig heute, ne? Macht nichts. Ich bin auch nicht immer zum Reden aufgelegt. Vor allem morgens nicht. Bevor ich nicht meine 2, 3 Tassen Kaffee getrunken habe, bringe ich kein Wort über die Lippen. Wissen Sie, was meine Frau immer sagte? Wenn dem Morgenmuffel jemals ein Denkmal gesetzt wird, müsstest du dafür Modell stehen. Waren Sie in der Staatsbibliothek? Ich habe einen halben Tag dort zugebracht. Möchten Sie? Was ist das? Lakritze. Nein, danke. Bitte. Und? Eine Vermutung. Keinerlei Beweise. Die meisten Wissenschaftler halten die Existenz eines 10. Planeten innerhalb unseres Sonnensystems für reine Spekulation. Und im Übrigen bin ich Polizist und kein Astronom. Vielleicht liegt es an mir, dass ich nichts gefunden habe. Mag sein. Aber ich denke, dabei sollten wir es bewenden lassen, Herr Fischer. Ich befasse mich nicht gern mit Dingen, von denen ich nichts verstehe. Ich bin es gewohnt, einfache Fragen zu stellen, in der Hoffnung, möglichst einfache Antworten zu bekommen. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Angenommen, es wäre so. Sie sind kein kaltblütiger Mörder, dafür werfe ich meine 40 Dienstjahre in die Waagschale. Man wird Ihnen mildere Umstände zubilligen. Gute Führung setze ich bei Ihnen ohnehin voraus. Also sind Sie in 10, 12 Jahren wieder draußen. Wie alt sind Sie? 34, nicht wahr? Na sehen Sie. Mitte 40 fängt das Leben doch erst richtig an. Entschuldigen Sie. Dummes Geschwätz, ne? Das sind so die Sprüche, die einer klopft, wenn Ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll, Herr Fischer. Bisher habe ich mir eingebildet, ich hätte einen untrüglichen Riecher, ob ich es mit einem Mörder zu tun habe oder nicht. Bei Ihnen regt sich in mir nichts. Das innere Pendel schlägt nicht aus, verstehen Sie? Der Planet heißt Transpluto. Folglich muss er sich von der Erde aus gesehen hinter Pluto befinden. Ja, natürlich, ja. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie Ihre Frau irgendwo versteckt halten. In diesem Fall stellt sich ebenfalls die Frage nach dem Warum.
würden Sie Ihre Ehe als glücklich bezeichnen? Was ist Glück, Herr Kommissar? Und weichen Sie bitte nicht ins Abstrakte aus. In meinem Job zählen Tatsachen, Herr Fischer. Klare, beweisbare Tatsachen. Wenn ich nicht bald mit einem handfesten Motiv aufwarten kann, werde ich Sie Herrn Dr. Schlegel ganz überlassen müssen. Wollen Sie das? Versuchen Sie, Herrn Neumann und Frau Schulz zu finden. Sie werden Ihnen bestätigen, dass Sie auf der falschen Spur sind. Ich habe nach Ihren Beschreibungen zwei Phantombilder anfertigen lassen. Moment mal, wo habe ich sie denn? Hier. Ja. Finden Sie, dass Sie einigermaßen ähnlich geraten sind? Ziemlich. Tja. Dann werden Sie uns leider nicht weiterhelfen. Herr und Frau Jedermann. Auf dem Weg zur U-Bahn bin ich schätzungsweise 200 Leuten begegnet, die Herr Neumann oder Frau Schulz hätten sein können. Ich würde Sie sofort wiedererkennen. Na schön. Aber solange wir nicht wissen, wo Sie sich aufhalten, können wir Sie Ihnen noch nicht gegenüberstellen, nicht wahr? Sie sind wieder hier, Herr Kommissar. Wo? Auf der Erde. Seien Sie froh, dass Sie es mit einem alten, abgeklärten Mann zu tun haben, Herr Fischer. Meinen jungen Kollegen wäre spätestens an dieser Stelle der Kragen geplatzt. Ich bin tatsächlich froh, dass ich es mit Ihnen zu tun habe. So? Na, warten Sie ab. Stört es Sie, wenn ich mir ein paar Notizen mache? Wozu? Alte Gewohnheit, außerdem, was du schwarz auf weiß besitzt. Na, Sie wissen schon. Mein Gedächtnis lässt allmählich nach. Also nur mal klipp und klar. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Antworten Sie! Ich habe Sie ins Jenseits befördert, Herr Kommissar. Die Formulierung hört man selten. Sie entspricht zwar nicht ganz der Wahrheit, kommt ihr aber ziemlich nahe. Wo befindet sich die Leiche? Das Wort Leiche sollten wir in diesem Zusammenhang nicht verwenden, Herr Kommissar. Es bezeichnet einen anderen Zustand als den, in dem sich meine Frau befindet. Man sieht es ihr nicht an, dass sie tot ist. Sie selbst weiß es nicht einmal. Sie glaubt, dass sie lebt. Sie ist sogar überzeugt, dass ihr das Leben, oder besser das Dasein, Spaß macht. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Kurz bevor ich zurückkehrte. Von wo nach wo? Von Transpluto zur Erde. Wollen Sie, dass ich die Ermittlungen einstelle, Herr Fischer? Nein, wieso? Dann heben Sie den außerirdischen Teil Ihrer Geschichte bitte für Herrn Dr. Schlegel auf. Mich interessieren ausschließlich Ihre irdischen Aktivitäten und diese auch nur, soweit sie strafbare Handlungen darstellen. Wo sind Sie Herrn Neumann und Frau Schulz zum ersten Mal begegnet? Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Erzählen Sie es noch einmal. Im Kino. Titel des Films? Irgendwas mit Gefahr aus dem Weltraum oder so. Science Fiction. Ich sehe mir gern Science Fiction Filme an, Herr Kommissar. So, so. Also, Gefahr aus dem Weltraum. Erinnern Sie sich an die Handlung? Ich habe fast nichts mitbekommen. Weshalb nicht? Weil ich mich maßlos geärgert habe. Über Herrn Neumann und Frau Schulz. Sie lachten ständig und sehr laut. Sie stupsten mich sogar mit den Ellbogen an, um mich zum Mitlachen aufzufordern. Sie saßen also neben Ihnen? Ja. Herr Neumann links, Frau Schulz rechts. Haben Sie sich die Belästigung nicht verbeten? Natürlich. Und? Daraufhin luden Sie mich gewissermaßen als Wiedergutmachung zu einer Tasse Kaffee ein. Wohin? Gleich nebenan. Ins Domcafé. Nehmen Sie Sahne? Mm-mm. Herr Fischer trinkt den Kaffee schwarz. Ach ja, richtig. Gewichtsprobleme, hm? Sie sollten nicht so streng mit sich sein, Herr Fischer. 3 Kilo über Normalgewicht, was macht das schon? Sie vergessen die männliche Eitelkeit. Ja. Entschuldigen Sie. Wir sind heute sehr albern. Das macht dieser Film. Ja. Wir fanden ihn unglaublich.
unglaublich komisch. Mich wundert, dass Sie dabei ernst bleiben konnten, Herr Fischer. An sich haben Sie doch einen Sinn für Humor. Für mich hat Science Fiction nichts mit Humor zu tun. Nein? Weshalb sehen Sie sich's denn sonst an? Um auf andere Gedanken zu kommen. Ach, das hätten wir eigentlich wissen müssen. Ja. Ein Grund mehr, Sie um Entschuldigung zu bitten, Herr Fischer. Aber nochmal zu Ihrem Gewicht. Wäre es in Ihrer Lage nicht besser, sich ein etwas dickeres Fell zuzulegen? Wie meinen Sie das? Denken Sie an Ihre Probleme. Sie stecken doch, wenn ich es mal so ausdrücken darf, in Schwierigkeiten. Bis zum Hals. Oder sehe ich das falsch? Ich habe sogar den leisen Verdacht, dass Sie das ganze Ausmaß Ihrer Misere noch gar nicht erkannt haben. An den beiden hätten Sie Ihre Freude gehabt, Herr Kommissar. Lassen Sie den Kommissar weg, ich heiße Knobloch. Herr Knobloch. Wieso? Die kamen mit Tatsachen, knallharten Tatsachen. Sie blätterten die Bilanz meines bisherigen Lebens vor mir auf. Das Ergebnis war niederschmetternd. Man schiebt ja so einiges von sich weg. Man hangelt sich von einem Strohhalm zum nächsten. Und dann, plötzlich dieser Schock. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich brauchte eine Weile, bis ich begriffen hatte, dass von mir die Rede war. Sie tischten eine Einzelheit nach der anderen auf. Angefangen von meinen Schulden, über meine beruflichen Misserfolge, bis zu meinen Depressionen. Alles zusammengenommen, ließ mir eigentlich nur noch die Wahl zwischen Kugel und Strick. Offensichtlich ist Ihnen aber noch eine dritte Möglichkeit eingefallen. Das war nicht meine Idee, Herr Knobloch. Herr Neumann und Frau Schulz gaben sich als Beamte der Auswanderungsbehörde zu erkennen. Sie meinten, für mich gäbe es nur einen Ausweg. Alle Brücken hinter mir abzubrechen und irgendwo ein neues Leben anzufangen. Wie einfach. Ja, ebenso einfach wie einleuchtend, finden Sie nicht? In der betreffenden Behörde kennt man weder einen Herrn Neumann noch eine Frau Schulz, nur das nur nebenbei. Hat es Sie nicht gewundert, wie gut die beiden über Sie informiert waren? Als Beamte, sagten Sie, hätten Sie direkten Zugang zur nationalen Datenbank. Eine nationale Datenbank existiert meines Wissens nicht. Dasselbe behaupten Sie von Transpluto, nicht wahr? Also, die Brücken hinter sich abbrechen. Ein neues Leben anfangen. Klang verlockend, wie? Wir haben einige Dias mitgebracht. Das ist der Marktplatz. Das ist der Marktplatz in der Altstadt. Ja. Sieh mal, wie hübsch, Helmut. Die alten Giebelhäuser. 18. Und frühes 19. Jahrhundert. Bemerkenswert, dieser Treppengiebel. Ja. Das ist eine der modernen Einkaufspassagen. Was sagst du dazu, Helmut? Genau wie bei uns. Ja. Der Freizeitpark. Die Strandpromenade. Ach, liegt die Stadt direkt am Meer? Zwischen den Bergen und dem Meer, Frau Fischer. Hier der Blick auf die schneebedeckten Berge. Im Vordergrund das neue Kulturzentrum. Das ist ja traumhaft schön. Ja. Sag doch auch mal was, Helmut. Sind das Aufnahmen von ein und derselben Stadt? Selbstverständlich. Warum fragen Sie? Irgendwie passen sie nicht zusammen. Jedes Foto könnte in einer anderen Stadt aufgenommen worden sein. Und dann die Umgebung. Hier die Berge, dort das Meer. Wo gibt es denn so etwas? Raten Sie. Liegt die Stadt in Europa? Nein. In Amerika? Nein. Australien? Nein. Was gibt's denn noch, Helmut? Am Abend trafen wir uns in einem Bowling Center. In welchem? Weiß ich nicht mehr. Schade. Bislang sind Sie der Einzige, der Herr Neumann und Frau Schulz gesehen hat. Oder soll ich sagen, gesehen haben will? Jedenfalls war ich mit Ihnen dort. Ohne meine Frau. Sie hatten mir zu verstehen gegeben, dass Sie mit mir allein sprechen wollten. Frauen denken zu realistisch, hm?
Soll ich weitererzählen? Meinetwegen. Verzeihen Sie, dass wir heute Nachmittag so gelacht haben, Herr Fischer. Ja, bitte. Es erheitert uns jedes Mal wieder, wie sehr das Vorstellungsvermögen der Erdbewohner auf ihren Planeten fixiert ist. Ihr lasst noch immer die Sonne auf- und untergehen. Ja. Als ob es Kopernikus und Galilei nie gegeben hätte. Haben Sie Mut, Herr Fischer. Versuchen Sie einmal, das scheinbar Undenkbare zu denken. Ja, gehen Sie logisch vor. Da es die Stadt, wie die Fotos beweisen, wirklich gibt, sie andererseits nicht auf einem der 6 Erdkontinente liegt, muss sie sich wo befinden? Na? Möchten Sie jetzt eine Pastille? Danke, nein. Bitte sehr. Oder doch? Ja, bitte. Danke sehr. Nehmen Sie gleich 2. Danke, ja. Und Ihre Reaktion, Herr Fischer? Natürlich habe ich Ihnen nicht geglaubt. Ich dachte, entweder wollen Sie mich auf den Arm nehmen, oder das ist ein fauler Trick. Mhm. Auf der anderen Seite, ich stand wahnsinnig unter Druck, wissen Sie? Ja. Verlangten meine Gläubiger alle auf einmal ihr Geld zurück. Drohten mit Zwangsvollstreckung und Gehaltspennung. Und in der Firma schob man mich auf einen unbedeutenden Posten ab. Verstehe. Ja, mein Chef nannte mich vor versammelter Mannschaft einen notorischen Querulanten. Und die beiden boten mir die Chance abzuhauen. Im Grunde war mir egal, wohin. Je weiter weg, desto besser. Mhm. Nur, ich wurde das Gefühl nicht los, dass es sich um einen raffiniert eingefädelten Schwindel handelte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Fischer. Ja? Nehmen Sie uns doch einfach in die Beweispflicht. Ja, schauen Sie sich die Stadt an. Ja. Leben Sie eine Weile mit Ihrer Frau dort. Wenn es Ihnen gefällt, bleiben Sie. Wenn nicht, kommen Sie zurück. Ob Sie Ihre Frau einweihen wollen, überlassen wir Ihnen. Wir empfehlen, die Vorstellungskraft Ihrer Frau nicht unnötig zu strapazieren. Erfahrungsgemäß wird ihr die neue Umgebung so vertraut vorkommen, dass sie ohnehin schwer davon zu überzeugen ist, nicht mehr auf der Erde zu sein. Ja. Wie verhielt sich Ihre Frau? Die lebt auf. Es war schon immer ihr Wunsch gewesen, etwas von der Welt zu sehen. Bis dahin hatten wir uns keine Reisen leisten können. Fragte sie nicht, wohin es ging? Lass dich überraschen, sagte ich ihr. Damit gab sie sich zufrieden. Ich bat sie nur, einen Koffer mit dem Nötigsten zu packen. Alles andere gehörte uns sowieso nicht mehr. Abflug Düsseldorf am 29. Februar 13:22 Uhr. Endlich eine präzise, nachprüfbare Angabe, nicht wahr? Mit einer Chartermaschine. Jedenfalls waren wir nur 4 Passagiere an Bord. Herr Neumann, Frau Schulz, meine Frau und ich. Ich bin gleich nach dem Start eingeschlafen. Als ich erwachte, überflogen wir den Shannon. Frau Schulz servierte Shrimps auf Eis mit Artischockenböden. Nachts sah ich die Südspitze von Grönland. Am 29. Februar war der gesamte Flugverkehr von und nach Düsseldorf wegen eines Streiks eingestellt. Tatsache? Ja. Ich bleibe trotzdem dabei. Abflug Düsseldorf, 29. Februar, 13.22 Uhr. Wir haben Ihrer Frau ein Beruhigungsmittel gegeben. Ja? Sie schläft jetzt. Ja. Haben Sie noch Wünsche? Ja, wohin fliegen wir? Zu einer Station in den Nordwestterritorien.
Ich kann mir den Namen nicht merken. Irgendwas Indianisches. Wollen Sie mit mir schlafen? Gehört das zum Service? Es entspannt so schön, Herr Fischer. Aber ich kann Ihnen auch eine Tablette geben. Möchten Sie lieber eine Tablette? Da war ein See. Fast rund. Und mit dunkelgrünem Wasser, das an den Rändern gefroren war. Am Ufer lagen zwei oder drei Blockhäuser. Einige Männer mit rot karierten Jacken nahmen uns in Empfang. Man führte uns in einen Raum, dessen Wände ringsum mit Fellen bedeckt waren. Nachts hörte ich halb im Schlaf einen Kojoten heulen. Woher wussten Sie, dass es ein Kojote war? Ich behaupte es einfach, Herr Knobloch. Ich finde, an dieser Stelle meines Berichts müsste ein Kojote vorkommen. Und schon schleicht er unwiderlegbar um das Blockhaus. Oder können Sie das Gegenteil beweisen? Natürlich wollen Sie mit der Frage nach dem Kojoten nur andeuten, dass Sie mir kein Wort glauben. Sie haben längst erkannt, dass ich ein Schwindler bin, nicht wahr, Herr Knobloch? Geben Sie doch zu, dass Sie mich für einen Schwindler halten. Die Geschichten eines Schwindlers haben Hand und Fuß, Herr Fischer. Er setzt auf Glaubwürdigkeit. Mich irritiert, dass Sie sich nicht an diese Regel halten. Ich bin müde. Wir machen morgen weiter. Einverstanden. Lassen Sie mich allein. Wir stehen noch am Anfang, Herr Hauptkommissar. Vermutlich haben wir es mit einem Fall von Eskapismus zu tun. Entschuldigen Sie. Unter Eskapismus verstehen wir die Flucht vor der Wirklichkeit und ihren für unerfüllbar erachteten Anforderungen in eine imaginäre Scheinwirklichkeit. Danke, Herr Doktor, werde ich mir merken. Beinahe hätte ich mich mit der Frage blamiert, ob Sie Fischer für einen Spinner halten. Wenn ich diesen Jargon-Ausdruck richtig interpretiere, bezeichnet er einen Menschen, der bewusst ein Lügengebäude errichtet. Fischers imaginäre Scheinwelt hingegen ist für ihn Realität. Auf gut Deutsch, er glaubt an seine eigene Geschichte. Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Haben Sie auch die Möglichkeit einkalkuliert, dass sie wahr sein könnte? Sie sind ein Spaßvogel, Herr Knobloch. Oder soll ich daraus schließen, dass Sie Fischers Phantasmagorien einen Hauch von Wahrscheinlichkeit zu billigen? Im Lauf von 40 Dienstjahren habe ich mir angewöhnt, an jede Geschichte mit der Frage, warum eigentlich nicht heranzugehen. Indem man sich auf seine Geschichte einlässt, kommt man dem Erzähler leichter auf die Schliche, als wenn man sie von vornherein in Zweifel zieht. Das mag Ihre Methode sein, Herr Hauptkommissar. Meine ist es nicht. Ich halte Sie offen gesagt für bedenklich, wenn nicht gar für riskant. Ich ziehe es vor, von klaren Prämissen auszugehen. Hat Fischer seine Frau ermordet? Ich bin Psychiater, Herr Knobloch. Was glauben Sie? Gegenfrage. Was hätten Sie davon, wenn ich darauf mit Ja oder Nein antworten würde? Genau genommen nichts. Nicht wahr. Aber vielleicht wäre mir etwas wohler in meiner Haut. Sie können Ihre Ermittlungen jederzeit einstellen. Niemand wird Ihnen deswegen einen Vorwurf machen. Herr Fischer ist bei uns in guten Händen. Wie? Bitte? Haben Sie etwas gesagt? Nein. Tja. Sind Sie heute schon draußen gewesen? Es regnet noch immer. Alles grau in grau, Herr Fischer. Eine Stimmung wie kurz vorm Weltuntergang. Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt? Der Weltuntergang? Ja. Na, im Grunde wissen wir es doch alle. Aber tun, was soll ich tun? Ich hoffe, dass ich noch in den Genuss meiner Pension kommen werde, bevor es passiert. Was hätte das Beamtendasein sonst für einen Sinn, nicht wahr? Sie nehmen es auf die leichte Schulter, wie? Haben Sie eine bessere Idee? Möchten Sie? Gern. Na bitte, bedienen Sie sich. Danke. Bitte. Ich habe die Schachtel gerade frisch gefüllt. Oh, hübsch. Sieht aus wie eine Schnupftabakdose. Ist es auch. Hat mir meine Frau mal geschenkt. Ja?
Sie hat sogar meinen Namen eingravieren lassen. Hier, sehen Sie? Ah, Konrad Knobloch. Ja. Aber Schnupftabak ruft zu viele Erinnerungen in mir wach. Deshalb fülle ich sie mit Lakritzpastillen. Und die lutsche ich vorwiegend aus taktischen Gründen. Ach, wie das? Ja, zum Beispiel, um ein wenig Zeit zum Nachdenken zu gewinnen, ohne dass mein Gesprächspartner dahinter Ratlosigkeit vermutet. Sie sind ein eigenartiger Mensch, Herr Knobloch. Finden Sie? Vielleicht hätten Sie meinen Fall besser einem Ihrer jungen Kollegen übertragen sollen. Meine jungen Kollegen wollen noch Karriere machen, Herr Fischer. Sie haben keine Geduld. Und keine Fantasie, Ja. Ich habe Ihre Angaben noch einmal überprüft. Ihre persönlichen Schwierigkeiten waren in der Tat so, dass Sie vor Ihnen eigentlich nur Reis ausnehmen konnten. Die meisten haben sie sich selbst eingebrockt. In andere sind sie ohne ihr Zutun geraten. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich ihre Probleme kurz vor ihrer Bekanntschaft mit Herrn Neumann und Frau Schulz in auffälliger Weise gehäuft haben. Das könnte auf eine gewisse Steuerung hindeuten. Kann aber ebenso gut Zufall sein. Hinsichtlich der Existenz von Herrn Neumann und Frau Schulz gibt es nach wie vor keinerlei Beweise. Die beiden haben mich besucht. Wo? Hier. Wann? Gestern. Kurz nachdem Sie gegangen waren. Wer hat Sie reingelassen? Sie haben mir Grüße von meiner Frau bestellt. Ich werde das nachprüfen. Jeder Besucher muss sich in eine Liste eintragen. Was ist daran so lustig? Sie kommen mir vor wie jemand, der mit Hilfe des kleinen Einmaleins die Relativitätstheorie zu beweisen versucht. Erzählen Sie weiter. Soll ich? Wirklich? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt beginnt aber der außerirdische Teil meines Berichts. Wollten Sie ihn nicht Dr. Schlegel überlassen? Wer wie ich 40 Jahre unter der Banalität der Tatsachen gelitten hat, sehnt sich geradezu nach einer fantasievollen Geschichte, Herr Fischer. Außerdem gibt es neben den Polizisten noch den Menschen. Darüber möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ah ja, noch etwas, Herr Knobloch. Ja? Können wir uns darauf einigen, dass jeder sein eigenes Feld beackert? Soll heißen? Damit will ich sagen, dass ich Sie alles auszuklammern bitte, was nicht unmittelbar Ihren Ermittlungen dient. Schwer abzuschätzen, Herr Dr. Schlegel. Versuchen Sie es jedenfalls, Herr Hauptkommissar Knobloch. Tja, da bin ich wieder. Sauwetter, Herr Fischer. Ich war noch keine 5 Minuten aus dem Haus, da hatte ich schon nasse Füße. Sehen Sie sich meine Schuhe an. Haben Sie schon Ihren Spaziergang gemacht? Lassen Sie es bleiben. Man zwingt Sie ja nicht. Nicht sehr gesprächig heute, ne? Macht nichts, macht nichts. Ich bin auch nicht immer zum Reden aufgelegt. Vor allem morgens nicht. Bevor ich nicht meine 2, 3 Tassen Kaffee getrunken habe, bringe ich kein Wort über die Lippen. Wissen Sie, was meine Frau immer sagte? Wenn dem Morgenmuffel jemals ein Denkmal gesetzt wird, müsstest du dafür Modell stehen. Waren Sie in der Staatsbibliothek? Ich habe einen halben Tag dort zugebracht. Möchten Sie? Was ist das? Lakritze. Nein, danke. Bitte. Und? Eine Vermutung. Keinerlei Beweise. Die meisten Wissenschaftler halten die Existenz eines 10. Planeten innerhalb unseres Sonnensystems für reine Spekulation. Und im Übrigen bin ich Polizist und kein Astronom. Vielleicht liegt es an mir, dass ich nichts gefunden habe. Mag sein. Aber ich denke, dabei sollten wir es bewenden lassen, Herr Fischer. Ich befasse mich nicht gern mit Dingen, von denen ich nichts verstehe. Ich bin es gewohnt, einfache Fragen zu stellen, in der Hoffnung, möglichst einfache Antworten zu bekommen. Haben Sie Ihre Frau umgebracht?
angenommen, es wäre so. Sie sind kein kaltblütiger Mörder, dafür werfe ich meine 40 Dienstjahre in die Waagschale. Man wird Ihnen mildere Umstände zubilligen. Gute Führung setze ich bei Ihnen ohnehin voraus. Also sind Sie in 10, 12 Jahren wieder draußen. Wie alt sind Sie? 34, nicht wahr? Na, sehen Sie. Mitte 40 fängt das Leben. Wir haben Ihrer Frau ein Beruhigungsmittel gegeben. Ja? Sie schläft jetzt. Ja. Haben Sie noch Wünsche? Ja, wohin fliegen wir? Zu einer Station in den Nordwestterritorien. Ich kann mir den Namen nicht merken. Irgendwas Indianisches. Wollen Sie mit mir schlafen? Gehört das zum Service? Es entspannt so schön, Herr Fischer. Aber ich kann Ihnen noch eine Tablette geben. Möchten Sie lieber eine Tablette? Da war ein See. Fast rund. Und mit dunkelgrünem Wasser, das an den Rändern gefroren war. Am Ufer lagen 2 oder 3 Blockhäuser. Einige Männer mit rotkarierten Jacken nahmen uns in Empfang. Man führte uns in einen Raum, dessen Wände ringsum mit Fellen bedeckt waren. Nachts hörte ich halb im Schlaf einen Kojoten heulen. Woher wussten Sie, dass es ein Kojote war? Ich behaupte es einfach, Herr Knobloch. Ich finde, an dieser Stelle meines Berichts müsste ein Kojote vorkommen. Und schon schleicht er unwiderlegbar um das Blockhaus. Oder können Sie das Gegenteil beweisen? Natürlich wollen Sie mit der Frage nach dem Kojoten nur andeuten, dass Sie mir kein Wort glauben. Sie haben längst erkannt, dass ich ein Schwindler bin, nicht wahr, Herr Knobloch? Geben Sie doch zu, dass Sie mich für einen Schwindler halten. Die Geschichten eines Schwindlers haben Hand und Fuß, Herr Fischer. Er setzt auf Glaubwürdigkeit. Mich irritiert, dass Sie sich nicht an diese Regel halten. Ich bin müde. Wir machen morgen weiter. Einverstanden? Lassen Sie mich allein. Wir stehen noch am Anfang, Herr Hauptkommissar. Vermutlich haben wir es mit einem Fall von Eskapismus zu tun. Entschuldigen Sie. Unter Eskapismus verstehen wir die Flucht vor der Wirklichkeit und ihren für unerfüllbar erachteten Anforderungen in eine imaginäre Scheinwirklichkeit. Danke, Herr Doktor, werde ich mir merken. Beinahe hätte ich mich mit der Frage blamiert, ob Sie Fischer für einen Spinner halten. Wenn ich diesen Jargon-Ausdruck richtig interpretiere, bezeichnet er einen Menschen, der bewusst ein Lügengebäude errichtet. Fischers imaginäre Scheinwelt hingegen ist für ihn Realität. Auf gut Deutsch, er glaubt an seine eigene Geschichte. Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Haben Sie auch die Möglichkeit einkalkuliert, dass sie wahr sein könnte? Sie sind ein Spaßvogel, Herr Knob. Und man dem Erzähler leichter auf die Schliche, als wenn man sie von vornherein in Zweifel zieht. Das mag Ihre Methode sein, Herr Hauptkommissar. Meine ist es nicht. Ich halte Sie offen gesagt für bedenklich, wenn nicht gar für riskant. Ich ziehe es vor, von klaren Prämissen auszugehen. Hat Fischer seine Frau ermordet? Ich bin Psychiater, Herr Knobloch. Was glauben Sie? Gegenfrage. Was hätten Sie davon, wenn ich darauf mit Ja oder Nein antworten würde? Genau genommen nichts. Nicht wahr. Aber vielleicht wäre mir etwas wohler in meiner Haut. Sie können Ihre Ermittlungen jederzeit einstellen. Niemand wird Ihnen deswegen einen Vorwurf machen. Herr Fischer ist bei uns in guten Händen. Wie? Bitte? Haben Sie etwas gesagt? Nein. Tja. Sind Sie heute schon draußen gewesen? Es regnet noch immer. Alles grau in grau, Herr Fischer. Eine Stimmung wie kurz vorm Weltuntergang. Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt? Der Weltuntergang? Ja. Na, im Grunde wissen wir es doch alle. Aber tun, was... Was soll ich tun? Ich hoffe, dass ich noch in den Genuss meiner Pension kommen werde, bevor es passiert. Was hätte das Beamtendasein sonst für einen Sinn, nicht wahr?
Sie nehmen es auf die leichte Schulter, wie? Haben Sie eine bessere Idee? Möchten Sie? Gern. Na bitte, bedienen Sie sich. Danke. Bitte. Ich habe die Schachtel gerade frisch gefüllt. Ah, oh, hübsch. Sieht aus wie eine Schnupftabakdose. Ist es auch. Hat mir meine Frau mal geschenkt. Ja? Sie hat sogar meinen Namen eingravieren lassen. Hier, sehen Sie? Oh, Konrad Knobloch. Ja. Aber Schnupftabak ruft zu viele Erinnerungen in mir wach. Deshalb fülle ich sie mit Lakritzpastillen. Und die lutsche ich vorwiegend aus taktischen Gründen. Oh, wie das? Ja, zum Beispiel, um ein wenig Zeit zum Nachdenken zu gewinnen, ohne dass mein Gesprächspartner dahinter Ratlosigkeit vermutet. Sie sind ein eigenartiger Mensch, Herr Knobloch. Finden Sie? Vielleicht hätten Sie meinen Fall besser einem Ihrer jungen Kollegen übertragen sollen. Meine jungen Kollegen wollen noch Karriere machen, Herr Fischer. Sie haben keine Geduld. Und keine Fantasie, hm? Ja. Ich habe Ihre Angaben noch einmal überprüft. Ihre persönlichen Schwierigkeiten waren in der Tat so, dass Sie vor Ihnen eigentlich nur Reis ausnehmen konnten. Schwer abzuschätzen, Herr Dr. Schlegel. Versuchen Sie es jedenfalls, Herr Hauptkommissar Knobloch. Tja, da bin ich wieder. Sauwetter, Herr Fischer. Ich war noch keine 5 Minuten aus dem Haus, da hatte ich schon nasse Füße. Sehen Sie sich meine Schuhe an. Haben Sie schon Ihren Spaziergang gemacht? Lassen Sie es bleiben. Man zwingt Sie ja nicht. Nicht sehr gesprächig heute, ne? Macht nichts, macht nichts. Ich bin auch nicht immer zum Reden aufgelegt. Vor allem morgens nicht. Bevor ich nicht meine 2, 3 Tassen Kaffee getrunken habe, bringe ich kein Wort über die Lippen. Wissen Sie, was meine Frau immer sagte? Wenn dem Morgenmuffel jemals ein Denkmal gesetzt wird, müsstest du dafür Modell stehen. Waren Sie in der Staatsbibliothek? Ich habe einen halben Tag dort zugebracht. Möchten Sie? Was ist das? Lakritze. Nein, danke. Bitte. Und? Eine Vermutung. Keinerlei Beweise. Die meisten Wissenschaftler halten die Existenz eines 10. Planeten innerhalb unseres Sonnensystems für reine Spekulation. Und im Übrigen bin ich Polizist und kein Astronom. Vielleicht liegt es an mir, dass ich nichts gefunden habe. Mag sein. Aber ich denke, dabei sollten wir es bewenden lassen, Herr Fischer. Ich befasse mich nicht gern mit Dingen, von denen ich nichts verstehe. Ich bin es gewohnt, einfache Fragen zu stellen, in der Hoffnung, möglichst einfache Antworten zu bekommen. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Angenommen, es wäre so. Sie sind kein kaltblütiger Mörder, dafür werfe ich meine 40 Dienstjahre in die Waagschale. Man wird Ihnen mildere Umstände zubilligen. Gute Führung setze ich bei Ihnen ohnehin voraus. Also sind Sie in 10, 12 Jahren wieder draußen. Wie alt sind Sie? 34, nicht wahr? Na sehen Sie, Mitte 40 fängt das Leben doch erst richtig an. Hm? Entschuldigen Sie. Dummes Geschwätz, ne? Das sind so die Sprüche, die einer klopft, wenn ich weiß nicht. Kommt ihr aber ziemlich nahe. Wo befindet sich die Leiche? Das Wort Leiche sollten wir in diesem Zusammenhang nicht verwenden, Herr Kommissar. Es bezeichnet einen anderen Zustand als den, in dem sich meine Frau befindet. Man sieht es ihr nicht an, dass sie tot ist. Sie selbst weiß es nicht einmal. Sie glaubt, dass sie lebt. Sie ist sogar überzeugt, dass ihr das Leben, oder besser, das Dasein, Spaß macht. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?
Kurz bevor ich zurückkehrte. Von wo nach wo? Von Transpluto zur Erde. Wollen Sie, dass ich die Ermittlung einstelle, Herr Fischer? Nein, wieso? Dann heben Sie den außerirdischen Teil Ihrer Geschichte bitte für Herrn Dr. Schlegel auf. Mich interessieren ausschließlich Ihre irdischen Aktivitäten und diese auch nur, soweit sie strafbare Handlungen darstellen. Wo sind Sie Herrn Neumann und Frau Schulz zum ersten Mal begegnet? Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Erzählen Sie es noch einmal. Im Kino. Titel des Films? Irgendwas mit Gefahr aus dem Weltraum oder so. Science Fiction. Ich sehe mir gern Science-Fiction-Filme an, Herr Kommissar. So, so. Also, Gefahr aus dem Weltraum. Erinnern Sie sich an die Handlung? Ich habe fast nichts mitbekommen. Weshalb nicht? Weil ich mich maßlos geärgert habe. Über Herrn Neumann und Frau Schulz. Sie lachten ständig und sehr laut. Sie stupsten mich sogar mit den Ellbogen an, um mich zum Mitlachen aufzufordern. Sie saßen also neben Ihnen? Ja. Herr Neumann links, Frau Schulz rechts. Haben Sie sich die Belästigung nicht verbeten? Natürlich. Und? Daraufhin luden Sie mich gewissermaßen als Wiedergutmachung zu einer Tasse Kaffee ein. Wohin? Gleich nebenan. Ins Domcafé. Nehmen Sie Sahne? Mm-mm. Herr Fischer trinkt den Kaffee schwarz. Ach ja, richtig. Gewichtsprobleme, hm? Sie sollten nicht so streng mit sich sein, Herr Fischer. 3 Kilo über Normalgewicht, na, was macht das schon? Sie vergessen die männliche Eitelkeit. Ja. Entschuldigen Sie. Wir sind heute sehr albern. Das macht dieser Film. Wir fanden ihn unglaublich komisch. Mich wundert, dass Sie dabei ernst bleiben konnten, Herr Fischer. An sich haben Sie doch einen Sinn für Humor. Für mich hat Science Fiction nichts mit Humor zu tun. Nein? Weshalb sehen Sie sich's denn sonst an? Um auf andere Gedanken zu kommen. Ach, das hätten wir eigentlich wissen müssen. Ja. Ein Grund mehr, Sie um Entschuldigung zu bitten, Herr Fischer. Aber nochmal... Na, sehen Sie. Mitte 40 fängt das Leben doch erst richtig an. Hm? Entschuldigen Sie. Dummes Geschwätz, ne? Das sind so die Sprüche, die einer klopft, wenn... Ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll, Herr Fischer. Bisher habe ich mir eingebildet, ich hätte einen untrüglichen Riecher, ob ich es mit einem Mörder zu tun habe oder nicht. Bei Ihnen regt sich in mir nichts. Das innere Pendel schlägt nicht aus, verstehen Sie? Der Planet heißt Transpluto. Folglich muss er sich von der Erde aus gesehen hinter Pluto befinden. Ja, natürlich, ja. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie Ihre Frau irgendwo versteckt halten. In diesem Fall stellt sich ebenfalls die Frage nach dem Warum. Würden Sie Ihre Ehe als glücklich bezeichnen? Was ist Glück, Herr Kommissar? Und weichen Sie bitte nicht ins Abstrakte aus. In meinem Job zählen Tatsachen, Herr Fischer. Klare, beweisbare Tatsachen. Wenn ich nicht bald mit einem handfesten Motiv aufwarten kann, werde ich Sie Herrn Dr. Schlegel ganz überlassen müssen. Wollen Sie das? Versuchen Sie, Herrn Neumann und Frau Schulz zu finden. Sie werden Ihnen bestätigen, dass Sie auf der falschen Spur sind. Ich habe nach Ihren Beschreibungen 2 Phantombilder anfertigen lassen. Moment mal, wo habe ich sie denn? Hier. Ja. Finden Sie, dass Sie einigermaßen ähnlich geraten sind? Ziemlich. Tja, dann werden Sie uns leider nicht weiterhelfen. Herr und Frau Jedermann. Auf dem Weg zur U-Bahn bin ich schätzungsweise 200 Leuten begegnet, die Herr Neumann oder Frau Schulz hätten sein können. Ich würde Sie sofort wiedererkennen. Na schön. Aber solange wir nicht wissen, wo Sie sich aufhalten, können wir Sie Ihnen noch nicht gegenüberstellen, nicht wahr? Sie sind wieder hier, Herr Kommissar. Wo?
auf der Erde. Seien Sie froh, dass Sie es mit einem alten, abgeklärten Mann zu tun haben, Herr Fischer. Meinen jungen Kollegen wäre spätestens an dieser Stelle der Kragen geplatzt. Ich bin tatsächlich froh, dass ich es mit Ihnen zu tun habe. Ja? Na, warten Sie ab. Stört es Sie, wenn ich mir ein paar Notizen mache? Wozu? Alte Gewohnheit, außerdem, was du schwarz auf weiß besitzt.